Die Zahl der Verkehrsunfälle wegen Alkohol am Steuer ist hierzulande gesunken. Aber Unfälle unter Drogeneinfluss, die haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Gerade junge Leute unterschätzen die Gefahr, glauben, dass sie ein Joint nicht umhaut und schon gar nicht fahruntüchtig macht. Von wegen. Die Polizei versucht auch mit Zivilstreifen bekiffte Verkehrssünder nicht nur aufzuspüren, sondern auch aufzuklären. Darüber, dass sie sich und andere erheblich gefährden. Unsere ZDF-Reporter Ulrike Eichin und Jörg Brase haben eine Zivilstreife in Rheinland-Pfalz begleitet. Ein Rastplatz an der A61. Vier junge Leute im Visier von Drogenfahndern. Ja, dann lass mal drücken. Hauptkommissar Ralf-Peter Beitz und sein Kollege Peter Joras wollen sich die Clique genauer ansehen. Es sind Musiker aus dem holländischen Eindhoven unterwegs zum Rockkonzert nach Zürich. Die Polizeibeamten kennen kein Pardon. Wenn Drogen im Wagen sind, werden sie sie finden. Wir haben nichts dabei, sagt der Fahrer. Er gibt aber zu, Haschisch konsumiert zu haben. Ein paar Tage sei das her, sagt der junge Mann und ahnt nicht, falls der Stoff in seinem Urin noch nachweisbar ist, darf er in Deutschland kein Auto fahren. Ein Test ist fällig. 10 Minuten später ist klar, Drogen im Urin, THC, also Haschisch. Wir sind jetzt noch positiv, im Urin zumindest mal auf THC, haben einen Urintest gemacht. Und jetzt müssen wir Blutproben machen. Und die wird teuer. 750 Euro. Ausländer müssen sofort bezahlen. Kassensturz. Das ist 850 Euro. Was bedeutet das denn jetzt für euch? Dass wir kein Geld mehr haben. Und dass wir müssen überleben in anderthalbe Woche. 100 Euro für anderthalb Wochen, das wird den vier Jungs kaum reichen. Doch die Beamten dürfen darauf keine Rücksicht nehmen. Also Auge zudrücken grundsätzlich gar nicht. Das ist allein vom rechtlichen Verständnis her, das ist eine Ordnungswidrigkeit zusammen mit einer Straftat verbunden. Da gibt es nichts mit Auge zudrücken. Die Blutprobe, sie dient der Beweissicherung. Der junge Mann weiß immer noch nicht so recht, wie ihm geschieht. Ein Joint vor ein paar Tagen. In Holland sagt er, krähe kein Hahn danach. Polizeihauptmeister Peter Joras kümmert sich um den Papierkrieg. Als es ums Bezahlen geht, lassen die Beamten dann doch mit sich reden. 350 Euro sofort, der Rest per Überweisung, damit den Musikern noch was zum Leben bleibt. Die jungen Leute sind bedient. Ich habe heute nicht getrunken, ich habe heute keine Drogen geraucht, wir haben nichts dabei. Wir dachten, damit ist alles in Ordnung. Aber plötzlich waren 5 Leute um mich herum und haben so getan, als ob ich ein großer Kokaindealer sei. Jetzt will ich mich nur noch ins Auto setzen, nach Zürich fahren und vernünftigen Rock'n'Roll spielen heute Abend. Und genau das werden wir tun. Wenig später, die beiden Zivilisten.